Swipe. Moin. Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neues Reaction-Video. Ich bin der Daniel, das ist der Sascha. Und jetzt geht's los mit Montana Black. Montana Black reagiert auf seine eigene Kurzbiografie. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Der Daniel ist schon relativ kritisch, guckt da schon rein. Ja, wie kann man auf seinen eigenen Kram reagieren? Es ist, müssen wir auch mal machen. Wie wenn er es nicht gewusst hätte. Wir müssen auch mal unser eigenes Video mal machen, oder? Ja, müssen wir mal. Unbedingt. Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal das Intro. Swipe. Ja. Das ist so die Intro-Musik, verstehst du? Braucht man heutzutage einfach. Heutzutage braucht man einfach ein Intro. Eine Intro-Melodie und dann ist alles cool. So. Jetzt haben wir hier den Beginn von Montana Black. Ich rück das nochmal hier zurecht, zack. Und dann geht's los. Bist du bereit? Jo! Dann schauen wir uns in der Zeit noch ein Video an. Musste mich echt zusammenreißen, mir das privat nicht anzugucken. Digga, ich hab's mir doch extra auf dem PC gespeichert, Alter. Ja, scheiß drauf, okay. Dann reagieren wir auf nix, Kapi. Wie hieß denn der nochmal? Der Biograf oder so? Ja. Bevor Montana Black berühmt wurde. Ich kenne das. Also ich habe das Video noch nicht geschaut, Digga. Ich bin gespannt. Bis hierhin habe ich es geschaut. 10 Sekunden. Jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. Mein Internet ist anscheinend ripped. Ah ja. Ah ja! Wie wird man erfolgreich auf YouTube? Experten meinen, eine Möglichkeit bestehe darin, den eigenen Alltag zu dokumentieren, um den Zuschauern einen authentischen Einblick in den persönlichen Lebensweg zu Jetzt los. Was ist denn jetzt los? Zugeben. Jetzt haben wir kein Internet. Jemand, mehr. Der das anscheinend besonders gut kann, ist der YouTuber Montana Black. Millionen von Abonnenten und Followern auf diversen Social-Media-Plattformen sowie gigantische Streaming-Rekorde deuten auf seinen Erfolg. Guck mal. Allerdings liegt. Hier, pass mal auf. Montana Black, geil. Ey, guck mal. Montana Black hat unter 4,2 Millionen Abonnenten. Haben wir auch. Ja. Guck mal, wieso hatten wir das so dargestellt? Mhm. Unter 190 Kilo, also 190.000 Streamer. Mhm. Unter? Haben wir auch. Hä? Haben wir auch. Der Typ, der das Video da gemacht hat, der müsste mal irgendwie sich den Kopf greifen. Der hat mit Mathe nichts am Hut. Ja. Da hat er, glaube ich, eine Dreiviertelstunde aufgepasst. Allerdings lief nicht schon immer alles glatt für den Online-Star aus Buxtehude. Kriminalität und diverse Süchte trieben ihn in seiner Vergangenheit beinahe in den Ruin. Doch wie wurde der drogenabhängige Versager Marcel Ehres zu dem erfolgreichen YouTuber Montana Black? Ein Weg, den wir uns auf Grundlage seiner eigenen Aussagen in Videos, Interviews und seiner Autobiografie einmal genauer ansehen möchten. Jetzt bin ich gespannt. Hast du schon gemerkt, aber das kocht schon bei ihm. Der drogenabhängige Versager. Also, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Oha. Ist er 20 Jahre alt? Oha, Digga, ist ja voll nice gemacht. Achtet oben auf Buxtehude. Als der 20 Jahre alte Marcel das Wohnzimmer seiner Großeltern betrat, wusste er sofort, was los war. Das Gesicht seiner Oma war mit Tränen bedeckt, sein Großvater wirkte wütend und enttäuscht zugleich. Und auf dem Tisch vor ihnen lagen ein paar ausgedruckte Auszüge des Kontos, von dem Marcel in den letzten Tagen und Wochen mehrere tausend Euro abgehoben hatte, um sie für Drogen und Partys auszugeben. Das Problem war nur, es war nicht sein eigenes Konto, an dem er sich ohne Erlaubnis bedient hatte, sondern das seines geliebten Opas. Meinst du, der flippt aus jetzt hier irgendwie bei dem Video oder sagt er, scheiße, gut gemacht? Stimmt alles. Also kommt drauf an, wenn er Eier in der Hose hat, sagt er, ja, stimmt alles. Ja, meinst wenn du? Wenn es so war, weiß ich nicht. Wenn es nicht so war, dann würde ich mich aber tierisch aufregen über die Scheiße. Netterweise hatten sie ihn vor längerer Zeit bei sich aufgenommen, nachdem sich seine Eltern getrennt hatten und ein Zusammenleben nicht mehr möglich war. Aber weißen Sie das alles? War sein Dank dafür? Da muss ich aber gleich sagen, aber es ist halt nicht richtig. Die Information ist nicht richtig. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich, keine Ahnung, eins oder zwei war. Das war nicht der Grund, warum ich zu Oma und Opa gezogen bin. Der Grund war, meine Mutter ist aus Buxtehude weggezogen nach Ladekow, so ein scheiß Kaff. Und ich wollte da nicht mitziehen, weil da fuhr nur ein Bus am Tag. Ich hatte keinen Autoführerschein und wollte halt lieber high sein und Drogen kaufen und chillen. Und mit einem Mal Bus am Tag dahin und zurück wollte ich nicht mitfahren. Deswegen. Also das ist Falschinformation.
Ihm war sofort klar, dass diese Aktion nach... Aber der Rest stimmt anscheinend. Also das Konto hat er wirklich leer geräumt. All dem Ärger, den er ihnen in den letzten Jahren gemacht hatte, das fast zum Überlaufen brachte. Das Vertrauensverhältnis war zerstört und so war es sogar für Marcel irgendwie nachvollziehbar, dass ihn sein Großvater jetzt auf die Straße setzte. Ja, das war jetzt, jetzt kommt natürlich eine Werbung, ist klar, hier, klar für Thunfisch. Brauchen wir jetzt unbedingt. Das muss man sagen. Ja. Also, ist schon, also die Frage ist, woher weiß er das alles, ne? Ja, das wird hinlänglich bekannt sein. Wenn das wäre, er macht es ja, propagiert es ja selbst in seinen Videos auch, was er so für einer war und ist. Ja, meinst du? Ja, ja. Ja, also, macht er keinen Hehl daraus. Okay, dann ist es ja, wenn er selbst sagt, dann passt es ja irgendwie. Gucken wir mal, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bin gespannt. Richtig gespannt. Aber sehr gut gezeichnet auf jeden Fall. Atmosphäre, alles in gut. In den darauffolgenden Wochen hatte Marcel keine feste Unterkunft und gab sich ausschließlich seiner Drogensucht hin. In seiner Verzweiflung brach er sogar regelmäßig in seine alte Schule ein, um im Krankenzimmer zu übernachten. Derartige Gesetzesverstöße kosteten Marcel aber keine Überwindung mehr. Sie waren längst zur Routine geworden. Und dort lag er nun, obdachlos, depressiv und süchtig nach Cannabis und Kokain. Irgendwo auf dem Weg vom beliebten Enkelsohn zum verstoßenen Junkie musste einiges schiefgelaufen sein. Angefangen beim ersten Diebstahl als kleiner Junge, über die immer schlechter werdenden Schulleistungen als Jugendlicher, bis hin zu wiederkehrenden Problemen. Warte mal ganz kurz. Digga, das ist ein nices Detail, Alter. Die alte G-Unit-Cap, die ich auch auf den Fotos aufhatte. Respekt, Liebe im Detail, Alter. Das finde ich heftig. Die alte G-Unit-Cap hier. Bis hin zu wiederkehrenden Problemen mit der Polizei war Marcel jetzt bereits als junger Erwachsener am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Würde er es jemals schaffen, davon alleine rauszukommen? Und würde er seinen Großeltern irgendwann wieder in die Augen schauen können? Wo denn sonst hin? Mit Hilfe der Selbsteinweisung in eine Entzugsklinik hoffte er, die Kontrolle über sein Leben irgendwie zurückzugewinnen. Dort galt es, 2 Wochen ohne den Konsum von Drogen zu überstehen. Erst dann würde er die Station wieder einigermaßen stabil verlassen können. 2 Wochen! Anfangs fiel ihm das nüchtern. Also ich muss sagen, auf Entgiftung, nur mal als kleiner, dass ihr das versteht, auf Entgiftung, da kann man maximal 3 Wochen bleiben. 3 Wochen ist maximale Entgiftung, zumindest da. Und ich wollte ja schon nach einer Woche wieder nach Hause. Oma hat aber gesagt, du ziehst mindestens 2 Wochen durch. Also ich habe so die goldene Mitte gewählt, sagen wir es mal so. 3 Wochen ist maximal, ja. Bleiben schwer und er spielte mehrmals mit dem Gedanken, die Therapie abzubrechen. Doch nach kurzer Zeit machte es Klick und Marcel fasste einen Entschluss. Ich werde das hier durchhalten, hier rauskommen und ein neues Leben beginnen. Tatsächlich blieb Marcel tapfer und durfte nach 14 Tagen nach Hause zurückkehren. Die Beziehung zu seinen Großeltern stand nun natürlich auf wackeligen Beinen, doch fürs Erste sollte er noch eine zweite Chance bekommen. Und die wollte er verdammt nochmal auch nutzen. Dementsprechend motiviert. Was ich faszinierend finde, ist, der ist die ganze Zeit ruhig und hört zu und es scheint wirklich alles auch so zu stimmen. Ja, sonst würde er sich ja ganz anders aufregen. Sonst würde er sich gerade jetzt wirklich tierisch aufregen, glaube ich, weil er nimmt da kein Blatt vom Mund, wenn irgendeine Scheiße gelaufen wird oder erzählt wird. Wird begann Marcel in einer Einrichtung für schwer zu vermittelnde Jugendliche zu arbeiten. Dort setzte man ihn als Möbelpacker ein, bis er zunächst einen Praktikumsplatz und später sogar eine Lehrstelle in einem Baumarkt erhielt. Auch wenn seine anfängliche Motivation schließlich nachließ und Marcel kurz vor der finalen Prüfung vom Betrieb entlassen wurde, hatte er nach ein paar Jahren eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche. Anstatt sich jedoch am Anschluss irgendwo um eine passende Anstellung zu bemühen, genoss Marcel lieber seine hinzugewonnene Freizeit und entwickelte schon bald eine neue Sucht. Wie im Tunnel zockte Marcel jetzt nächtelang durch und kämpfte sich von Runde zu Runde. Sich mit der Call of Duty Community zu vernetzen und im Online-Modus Freundschaften mit Gleichgesinnten zu schließen, machte für ihn einen besonderen Reiz aus. So wunderte er sich nicht, dass er bereits nach einem Jahr Dauerzocken über 100 Tage... Ja, hat er gerade gerübst oder was? Was hat er gemacht oder hat er irgendwas gesagt? Pass auf. Über 100 Tage reine Spielzeit hinter sich hatte. In MW2, Digga. Warte mal. Online-Modus Freundschaften mit Gleichgesinnten zu schließen, machte für ihn einen besonderen Reiz aus. So wunderte er sich nicht, dass er bereits nach einem Jahr Dauerzocken über 100 Tage reine Spielzeit hinter sich hatte. In MW2, Digga.
Ja, er hat alles mitgenommen. Vor allem ein Feature an Modern Warfare 3 weckte nach einer Weile Marcells Interesse. Dort gab es nämlich einen sogenannten Kinomodus, der es den Spielern nach einer Partie erlaubte, die besten Momente direkt im Anschluss auf YouTube zu veröffentlichen. Marcel fand das spannend und so lud er sein erstes Video auf seinem eigenen Account MontanaBlack88 hoch. Der Name war übrigens eine Zusammensetzung aus seiner Lieblings-Graffiti-Farbe und seinem Geburtsjahr. Nee, nein, nein. Das stimmt, da muss ich auch sagen, das stimmt einfach nicht, Digga. Falsch informiert. Die 88 stand immer für das Jahr, wo meine Eltern geheiratet haben. Kapi. Ja. Als der Clip wenig später schon fünfmal aufgerufen wurde, konnte Marcel seinen Augen kaum trauen. 88? Irgendjemand Fremdes musste ihn angesehen haben. Wie cool war das denn? Begeistert von dieser Tatsache beschäftigte sich Marcel jetzt zum ersten Mal intensiv mit der Plattform YouTube. Er entdeckte, dass es dort Leute gab, die ausschließlich Gaming-Videos veröffentlichten und sich dadurch eine große Fangemeinde aufgebaut hatten. Das wollte er auch probieren. Von nun an stellte Marcel seine Gaming-Clips regelmäßig ins Netz und erreichte ebenso kontinuierlich um die 50 Zuschauer pro Video. Viel mehr ging erstmal noch nicht. Also tüftete Marcel Strategien aus, um seinen Kanal noch bekannter zu machen. Eine davon war es, Facebook-Seitenbetreibern Gutscheine über PlayStation-Guthaben anzubieten, wenn sie seine Inhalte dafür teilten. Und das funktionierte tatsächlich. Ja. Statt 50 Aufrufen hatte Marcel jetzt häufiger über 1000 Klicks auf seine Videos. Also ich habe mehrere Seiten angeschrieben und habe gefragt, ob sie meine Videos teilen können. Und alle haben gesagt, nee, machen wir nicht. Aber ein war dabei, Kunai, aka Hakan, und der hat geschrieben, nee, aber wenn du mich bezahlst. Und dann habe ich gedacht, oh gut, okay, eine Hand wäscht die andere. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch in einem Supermarkt gearbeitet und da habe ich dann immer die PlayStation-Karten geklaut und habe ihnen die dann gegeben, Digga. Auch geil, hat er die Dinger dann gezockt und dann hat er ihm die, hat er sich sozusagen hochgeklaut. Ja. Mit der Zeit wurden Cannabis, Kokain und Alkohol für Marcel immer uninteressanter. Die Kommentare unter seinen Videos und die Anerkennung seiner Zuschauer waren seine neue Droge. Und nachdem er schon relativ früh angefangen hatte, seine Gameplays per Voice-Over zu kommentieren, tauchte vor allem eine Zuschauerfrage immer häufiger auf. Wie siehst du eigentlich aus, Monte? Da ihm seine wachsende Community geil, sehr am Herzen lag... Die alten Poster sogar im Hintergrund, sogar... hier, das Sofa, original, der alte Zockersessel. Ja, ich muss sagen, ist schon eine schöne... Schockierend offen? Ja, interessante Biografie. Oh, jetzt habe ich ein... das wollte ich eigentlich nicht, wollte nicht das Intro machen. Jetzt habe ich... Ja, schockierend offen, ehrlich. Aber ich frage mich tatsächlich, wenn dieser Biograf, der Kollege da... wenn der das alles so wiedergibt, wie es so war, wie der sagt. Woher hat er die Infos her? Weil gerade das mit diesem Sessel... In den heutigen Zeiten von Datenschutz. Ja, gerade das mit dem Sessel und so ein Kram, ne, das muss ja alles irgendwie... Also, und die Poster, welche Poster da waren. Ja gut, das sind ja Details aus den Videos, die er damals hochgeladen hatte. Das konnte er ja sehen, der Biograf, und konnte das grafisch verarbeiten. Meinst du? Ja. Da bist du ja... Montana Black 88... Gameplay-Videos hochgeladen, geguckt, weißt du genau, wie, wo, was. Hm. Oder? Ja, wenn es so ist, weiß ich nicht. Kann sein. Ja, Sachen, also einige Sachen, die er erzählt, sind, also von den Zusammenhängen passen sie nicht ganz. Er hat ja auch zum Beispiel vergessen, nachdem ich meine Ausbildung und so gemacht habe, bin ich noch Alki geworden und wieder auf Graz gelandet und habe dann erst aufgehört, als ich mit YouTube angefangen habe, mit Kiffen und Saufen. Das heißt, ich bin nach meiner Entgiftung wieder rückfällig geworden, aber ja, entweder hat er das bewusst weggelassen, ist ja auch egal. Begann Marcel sich im Relive zu filmen und dabei einfach zu erzählen, was ihm so in den Sinn kam. Er zeigte unterschiedliche Facetten, doch legte stets Wert darauf, sich nicht zu verstellen oder eine Rolle zu spielen. Und das kam bei den Zuschauern sehr gut an. Vor allem ein persönlicher Clip, in dem er seinen Werdegang vom Drogensüchtigen zum Online-Videokünstler wiedergab, übertraf alle bisher selbst gesetzten Maßstäbe. Sein YouTube-Kanal, den Marcel anfangs noch als Hobby betrieben hatte, entwickelte sich langsam aber sicher zu einer echten Perspektive.
Auch seine Großeltern bemerkten, wie sehr sich Marcel in seine YouTube-Karriere reinhängte und finanziell nach einer Weile sogar so gut dastand, dass er in der Lage war, sich einen kleinen Traum zu erfüllen. Den Kauf eines Mercedes C180. Was? Inzwischen hatte er nämlich seine Schulden beglichen und genug Geld zurückgelegt, um ihn sich von seinem Ersparten Mercedes selbst kaufen zu können. Nee, das stimmt nicht, Digga. Wichtiges Detail in der Biografie. Ich weiß, man kann es nicht perfekt machen, ich fühle das Video, aber ich muss es korrigieren, Digga. Ich konnte mir das Auto selber nicht leisten. Ich wollte mir von meinem Opa einen Kredit ich wollte mir bei der Bank einen Kredit holen und das habe ich meinem Opa erzählt. Und weil mein Opa die ganzen Banken hasst und er sich immer aufgeregt, sagt er noch? Als Marcels Opa von dem Vorhaben hörte, schüttelte er nur mit dem Kopf und lächelte. Er war stolz auf seinen Enkel und auf das, was er sich aufgebaut hatte, und machte ihm deshalb einen Vorschlag. Er würde das Auto bezahlen und Marcel könnte es ihm später in Kleinraten zurückerstatten. Wow. Okay, aber es ist trotzdem nicht richtig, weil ich hatte das Geld nicht. Ich habe nicht gespart gehabt und hatte das Geld auf mein Konto. Das stimmt nicht. Ich wollte mir bei der Bank einen Kredit holen. Und dann hat Opa gesagt, nee, Banken sind scheiße, alles Verbrecher, ich leide das. Was für eine Geste. Nachdem ihn Marcel in der Vergangenheit bestohlen hatte, war er jetzt tatsächlich bereit, ihm einen großen Kredit zu geben. Denn was Marcels Großvater seit der Entzugstherapie seines Enkels beobachtet hatte, überzeugte ihn. Der verpeilte Junkie war endlich zum Mann geworden und hatte Verantwortung für sein Leben übernommen. Er vertraute ihm. Also viel kann man dazu gar nicht sagen, ne? Weil es ist ja echt interessant, was da so abläuft. Mhm. Deswegen gucken wir einfach mal weiter, oder? Ja, lass mal laufen. Ja. Das war die Kurzbiografie von Montana Black vor seinem Erfolg. Die Quellen zu dieser Geschichte findest du in der Videobeschreibung. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Wenn du Lust auf ein cooles Interview mit Montana Black hast, kannst du es dir hier anschauen. Und eine weitere Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich mochte den Biografen schon immer. Der hat jetzt aber lange Ewigkeit nichts mehr hochgeladen. Deswegen habe ich ihn, muss ich gestehen, auch deabonniert gehabt, weil da kam nichts. So, ich Hallo weiß nicht, guck mal, das letzte Video war vor einem Jahr. Also, und dann hat er jetzt was, aber ein Jahr lang kein Video. So, dann habe ich gedacht, okay, gut. Das können wir uns jetzt auch nochmal angucken. Also, es hat vieles gepasst sowieso. Es war sehr schön zum Anschauen, auf jeden Fall auch. Und ein gutes Video. Und er hat es schon zum Schluss schön gesagt, egal wie viel Geld ich mal mein Leben jetzt mit YouTube verdient habe, ich sag's euch so, wie es ist. Egal, ob ich hier Fame habe, da Fame habe, die Muschis leichter abbekommen, mir alles leisten kann, dicke Autos, fahren Lambo in der Garage hab, ne, drei Rolex, whatever. Das ist alles. Das kannst du alles nicht aufwiegen mit einer Sache. Und das ist die Sache, dass ich das beste Verhältnis zu meinen Großeltern habe, was ich jemals hatte. Das kannst du nicht mit Geld aufwiegen, Digga. Mit nichts kannst du das aufwiegen. Mit nichts. Ne? Heute war ich ja bei Oma und Opa auch und ich habe ja Oma eine neue Ey, hallo, Gehirn, funktionier. Neuen Kaffee-Vollautomaten habe ich ihr gekauft. Sie meinte zu mir irgendwie, sind wir letztens aufs Thema gekommen, ich sage, Oma, brauchst du noch irgendwas Neues? So, soll ich dir irgendwas holen? Neue Einbauküche? habe ich zu ihr gesagt. Nee. Und da meinte sie, ja, eine neue Kaffeemaschine. So, okay, gut. Da habe ich ihr direkt an dem Abend noch eine neue Kaffee-Vollautomaten bestellt. So nenne ich das Ding, Kaffee-Vollautomaten. Und habe ihr den über Amazon zu ihrer Adresse geschickt. Und ja, ist einfach schön, dass du sowas deiner Oma zurückgeben kannst. Sie meinte dann zu mir, ja, okay, was... Ah, jetzt kommt gerade die Werbung, jetzt muss ich im Trend sein. Was hat die Oma gesagt? Was hat sie gesagt? Verdammt nochmal. Was könnte sie gesagt haben? Sie hat bestimmt gesagt, lass mich überlegen. Danke, ja, genau. Dann machen wir es so, du kannst mir deine Wäsche, ich bezahle ja Oma 100 Euro im Monat, dass sie meine Wäsche wäscht und zusammenlegt und so. Und dann meinte sie, ja, dann sind wir damit quitt. Dann meinte ich, nein, Oma. Und dann meint sie, ja, aber wieso nicht? Und dann sage ich, Oma, du hast mir damals immer so viel gekauft, Klamotten, Schuhe, ohne irgendwie Fragen zu stellen. Du hast mir so viel gekauft und ich möchte dir was zurückgeben. Und dann sagt sie, ja, aber du musst ja nicht, so süß wie sie es auch gesagt, du musst ja nicht von dem, was ich dir damals gekauft habe, das jetzt begleichen. Ich sage, nein, Oma, ich möchte das nicht begleichen. Aber es ist einfach schön, dass die Rollen sich auch mal tauschen können. Wenn ihr euch einfach mal vorstellt, für viele von euch ist es auch ein Traum, das irgendwann mal zu können. Aber Oma fährt einen Maserati, einen nagelneuen Maserati. Ja, und sie ist damit Fan bei ihren ganzen Freundinnen, alle gucken,
So, und ich habe heute gerade, als ich im Auto da gefahren bin, habe ich so gedacht, heftig, Alter, wie weit du es gebracht hast, finanziell auch, dass du jetzt einfach sagen kannst, ich lease einen Maserati, der über 1000er im Monat kostet und du bezahlst es einfach und gut ist. Scheiß mal aufs Geld, aber das deiner Oma zu ermöglichen. Und sowas kannst du nur machen, wenn du Geld hast, in dem Fall mit dem Auto. Also er das fährt zu können, ist einfach ein schönes Gefühl. Und die Oma fährt einen Maserati. Und wie gesagt, ich war heute bei Oma und Opa und dann sollte ich mit Gibt's Opa seinen Satellitenempfang da oben einstellen von seinem Fernseher. Was gesagt hat? Wie ging es noch? George Best. Ja, genau. Die Hälfte von meinem Geld habe ich für schöne Frauen und Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach so verprasst. Ja, genau. Kauf doch mal was Bestand hat. Ein Haus oder zwei oder drei. Ja, so ein Maserati zu fahren ist ja schön und gut, aber du gibst ja 1000 Euro aus und das, am Ende hast du ja nichts davon. Nee, hast du außer, dass du sie gefahren hast. Nee. Ist ein Sachwert, aber nur ein kurzfristiger Sachwert. Muss ein langfristige Sachwerte kaufen. Ich glaube, der braucht mal Daniel als Finanzberater. Der braucht Gold, weil bald brechen sowieso die Märkte alle zusammen. Guck mal, George Soros und wie heißt der andere noch? Rothschild, die kaufen im Moment alle Goldmärkte auf. Was heißt das? Bald wird ein Kollaps kommen. Das heißt, wir brauchen Gold. Wir müssen Gold haben, sonst... Gold zahlen, will das auch? Geht auch. Ja, geht auch. Also nur kurzfristig, aber geht. Geht. Ein Haus wird besser. Funktioniert und kein Empfang und irgendwann sagt er, ah, weißt du was, scheiß drauf, ich schmeiß die Scheiße alles weg. Ja. Die Insta-Story im alten Zimmer, ja. Ich nehme eine Insta-Story auf, er weiß, es fängt er an, von Schulden beim Finanzamt zu reden. Achso, das war's. Das war der Großvater. Ja, also ich muss sagen, war eine interessante Sache. Auch traurig, auch ein Stück weit. So. Naja, aber ne, war emotional, interessant, ja. Was, wie er so doof ist und so. Komm doch mal ein bisschen in die Mitte von dem Bild. Du musst doch nicht jedes Mal da an dem Rand irgendwie da rumkauern. Oh, oh. Ehrlich, das ist ja Katastrophe mit dir manchmal. Das liegt an deiner Kameraeinstellung. Ja, es liegt an meiner Kameraeinstellung. Aber plötzlich geht's irgendwie, ne? Regie. Ja. Ja. Könnt ihr den mal den Ton ausstellen? Redaktion, besorgt mal einen besseren Partner hier. Das ist eine Katastrophe, der Typ. Also, jedenfalls Montana Black, eigentlich cooler Typ. Ja, finde ich auch. Muss man sagen. Hat einige Sachen durch. Bisschen beängstigend auch so. Ja, also in seinen jungen Jahren stinkend faul scheinbar. Ja, irgendwie nicht schaffen wollen und sowas. Und hier als hier und und so ein Zeug, ne? Aber. So wie wir alle. Ist fast alle. Ja. Und, aber hat's ja, hat er irgendwas gefunden, womit er Erfolg hat? Und scheinbar hat er. Das ist genau das. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die Chance erkennen. Und dann musst du noch das wiedergeben oder widerspiegeln, was dein Bomber der Nation immer gesagt hat. Wenn du denkst, ist schon zu spät. Ja, du musst einfach den richtigen Schritt, du musst es einfach wagen, nicht lange drüber nachdenken, wag den Schritt, geh den Schritt und du wirst sehen, du hast Erfolg. Und warum machen wir Schucki Banucki? Aus Spaß an der Freude. Und damit du schlank aussiehst neben mir im Bild. Guck mal. Also wirklich, also neben dir? Ich bin ja eigentlich schon ein bisschen Diggi, aber neben du dir? Du bist Diggi. Ich hab schon 18 Kilo Übergewicht. Der Sascha, der hat so viel Speck auf den Rippen wie ein Spatzkrampf war dann auf der Kniescheibe, das kann ich euch sagen. Ja, das war Schucki Banucki Reaction. Montana Black reagiert auf seine eigene Biografie. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Haut rein. Aber der war echt ganz cool. Ja, oder? Ich fand's auch. Ja, ist coole Socke. Also der Montana Black, der ist so ein Typ, mit dem könnte man mal einen Abend saufen gehen. Ah ne, darf er ja gar nicht. Darf er nicht mehr. Darf er gar nicht mehr. Nee. War ja mal Alki, hat er gesagt. Ja. Dann Tee trinken. Ja, Holunderblütentee. Aber nur. Hm?